Einfach, dass jeder in dem Game bei... Was spiele ich denn? Gib ein bisschen Attack Speed. Ich baue ein bisschen Attack Speed. Einfach, dass jeder bei Bronze anfängt. Und jeder muss sich hochspielen. Die guten Spieler spielen sich hoch. Und dann müssten die, die dann in Bronze 2 sind, auch schon automatisch mit Bronze 2 Spielern gematcht werden. Und so weiter. Immer wenn du höher kommst, wirst du auch nur mit den Leuten gematcht, die halt auch da sind. Wenn es halt geht, muss natürlich auch auffüllen. Aber hier dieses, dass man da Gold ist und dann spielt man mit irgendwelchen, keine Ahnung, Bronzespieler oder so. Das finde ich, das ist so nervig. Also es geht mir ja nicht darum, in welchen Rang man hat, sondern welches Spielverständnis man hat. Wisst ihr, was ich meine? Weil du spielst halt mit Leuten, die treffen keine Schüsse. Die wissen nicht, was ein Ward ist. Die wissen nicht, dass man zum Prime rotiert. Die wissen nicht, was man generell macht. Und du spielst halt mit denen zusammen. So jemand, der so 5 Jahre Paragon spielt, muss dann halt mit Leuten spielen, die das erste Mal in ihrem Leben so ein Game angepackt haben. Und diese Leute, die das erste Mal zusammen spielen, oder die das erste Mal generell spielen, die müssen halt zusammenspielen und nicht mit Leuten, die das Game halt schon verstehen. Das versaut nämlich allen den Spaß. Die Leute sind gefrustet, weil sie geflamed werden. Und sich denken so, yo, ich weiß doch hier nicht, was ich machen soll. Ich verteidige doch meine Lane, obwohl sie gerade vielleicht rotieren müssten. Und dann sage ich, ja, ich verteidige doch, ich muss meinen Turm verteidigen. Und dann denken sie natürlich, sie haben recht, aber haben nicht so wirklich das Spielverständnis. Oh, das war wohl das falsche Minion. Oder der falsche Gegner, sagen wir es mal so. Feliz Navidad. Na, der Stil, der macht's gut. Aber ich lasse mich da nicht beirren. Tschüss. Oh. Oh, die Minions machen mich. Muriel, Schild oder irgendwie sowas? Ich muss jetzt aufhören zu schießen, weil die Minions mich sonst gekillt hätten. Ich weiß nicht, ob sie ihr Schild schon geskillt hat. Weil ein Skill hat sie ja noch nicht. Also Rechtsklick hat sie. Ah, der dasht einfach raus. Yes! No! Digga. Cremetörtchen und nimm noch ein Ward mit. Muriel hat am Anfang nicht so viele Wards. Bin von Silber 3 zu Bronze 2 durchgefallen. Die sind so schlecht, die Spieler. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber das Ding ist, eigentlich müssten die ja 50-50 aufgeteilt sein. Das heißt, einmal müssten die schlechten Spieler im Gegnerteam sein und einmal müssten die schlechten Spieler im eigenen Team sein. Und jeder meckert immer, oh, die schlechten Spieler sind immer in meinem. Aber das Ding ist halt, es fühlt sich halt so an. Und das ist das Schlimme halt daran. Weil der Stil denkt sich bestimmt jetzt auch so, what the fuck, Twin Blast. Nee, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Da wollt er wohl abhauen hier. I must rest. Die Stimme von Muriel ist cool. So, ich habe hier keine Wards, deswegen habe ich mal ein Ward mitgebracht. Da kommt ein Steel. Willst du viel? Spiel mit Steel. Tja, Steel. Ha! Lol. Ach du Scheiße.
Guck mal, der Twin Blast hilft ihm einfach nicht. Er lässt ihn einfach verrecken. Der wird so geflamed, glaube ich, der Twin. Er spielt aber auch scheiße. Hä? Es kommen keine Schüsse mehr raus. Ah. Ist er durch den Busch gelaufen? Ja, er ist, glaube ich, komplett durchgelaufen. Ich dachte, er würde im Busch stehen. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt ins Menü, Steuerung, und dann machen wir die R auf Instant Cast. Und dann kaufen wir uns das Cremetörtchen. Und dann kaufen wir uns das hier einfach. YOLO. Warte mal. Alter, das ist auf Instant Cast, das ist richtig geil mit Murloc. So, warte mal, der Steel ist jetzt, der hat gar keinen Bock, er ist jetzt hier auf der Midlane am Start. Ah ja. Wer ist denn unser Midlaner? Feliz Navidad. Ich muss mal zu meiner Muriel wieder. So. Jungle, come. Na, du bleibst mal schön, wo du bist. Alter. Hallo. Ich wollte meinen Kill klauen. Ich habe ein paar Mal daneben geschossen. Weil ich habe auf den Tower geguckt, weil ich dachte, warum schießt denn der Tower nicht? Aber es waren noch Minions drin. Bio, 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 bio. Bio, 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 bio. Bau, 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 bau. Ey komm, ich hol 2000 Farm. Was kann man denn machen? Ist irgendwie nichts da und... Wir könnten das Ding da holen. Grenade! Oh, noch ein bisschen Damage. Gleich, wenn ich die Q ready hab. Mörder, Alter. So. I did ping danger. So, jetzt haben wir den Boy hier. Der saugt mich ein. Muriel. Guck, warum rotiert die Muriel jetzt nicht mit? Macht mit Schaden drauf und macht uns Schilde. Ja, guck, da ist das Bellica da. Smite? Digga. Wo war denn der Smite? Rampage. Smite. Habe ich nicht kapiert. Warum hat er da keinen Smite gemacht?
Ja, aber da, genau wie ich es gesagt habe, warum ist die Muriel nicht von Anfang an da? Das kann immer der Damage sein, der am Ende fehlt, bevor der Gegner da ist. War jetzt ja auch wieder so. Warum hat der Jungler keinen Smite benutzt? Rampage? Verstehe ich nicht. Durch Muriel hätte der Jungler viel weniger Schaden vom Jungle Monster bekommen. Wäre besser gewesen, ja. Das kommt noch oben drauf, ja. Oh, du Lappen. Wir haben den halt einfach jetzt, weiß nicht, ob meine Ulti reicht. Aber egal, er lernt es ja eh nicht. Wer ist denn das denn? Lol, die ultet mich. Aua. Die hat mich einfach geultet, die Alte. Kriegen wir mal den Turm jetzt hier kaputt? Ach du Scheiße. Wo ist denn der? Oh, Muriel hat ihn gekillt. Feliz Navidad. Physische Kraft. Kaufen. So. Einer schreibt, wie viel hat denn? 0,5, die Sparrow. Wir hatten so viele Kills gemacht. Der Wraith, 5 Kills. Ja, geil, und die haben das Ding gekillt. Unser Mid-Tower wird jetzt fallen, denke ich. Aber dafür hole ich dann den hier. Dann sind wir mehr oder weniger gleich auf. Ich habe leider keine Ult. Ey, warum auf mich? Versuche mal in die Mitte zu kommen. Normal wäre ich durchs Portal auf die rechte Seite. Oh, der Steel, komm, den kriegt er aber. Sehr gut. Sparrow hat ihn. So, vor dem Wraith müssen wir hier aufpassen. Ach, da. Geh zu meinem Tower. Das Muri Gameplay tut weh anzuschauen. Wo ist der Twin Blast hin? Da hinten ist ein Feng Mao. Ja, Boy, da bin ich. Da bin ich gerade durchgegangen, mein Lieber. Ich gucke nämlich auf die Map. Ich schaue auf die Karte. Blöde Sau. So sieht's mal aus. Ah, oh, der Wraith.
hat ihn zurückgesetzt. Nein! Ich treff nicht. Oh, ich schieße da oben gegen. Schade. Ah, Faye hat ihn noch. Sehr gut. Hat die mich jetzt geultet, die blöde Sau? Nein, ich bin tot. Ah, jetzt hat's mich erwischt. Bauen wir Lifesteal, oder? Ein bisschen Lifesteal ist gut. Nee, ich würde erst Lifesteal bauen. Erster Tod, jetzt geht's nur noch bergab. Ich baue Lifesteal, weil ich hätte mich gerade hochheilen können gegen die Bellica. Aber ich konnte mich. Warum sind das so komische Töne? Guck mal, wie das sich anhört. Oh, da kommt einer. Ich muss kurz beim Tower links helfen, aber ich glaube. Nee, Tim Blass hat Angst. Vielleicht kann ich da jetzt hochhüpfen. Jo, der Tim Blass ist tot. Lol. Ist ja geil. Oh, der Twin, was tut mir so leid, ey. Ach, scheiß drauf. Wenn ich meine Q benutze, muss ich danach die Maustaste loslassen, sonst höre ich auf zu schießen. Das ist mega nervig. Jetzt bin ich hier alleine weit vorne. Allein auf weiter Flur. Hat Muriel hat noch Ulti, das ist sehr gut. Alter, ich treff nix. Okay, RIP. Spread! Den Mini-Prime machen. Da war ein Ward übrigens. Alter. Kommt die Muriel jetzt hierher? Spot. Hat einfach den Prime geultet. Ab. Tschüss. Geh zum Twin Blast. Der hat mich nämlich lieb. Der Twin Blast, der mag mich. Twin Blast Navidad. Ba, 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 ba. Twin Blast Navidad. Oh, okay, jetzt killt er mich sogar noch. Ah, rennt er in den Jungle? Schade. Ich habe leider meine Ulti versemmelt. Den Feng Mao schaffe ich nicht. Ich muss durchs Portal. Oh, Feng Mao geht durchs Portal. Okay. Siehst du, wenn ich ein bisschen Lebensraub habe. Das ist geil. Da hinten ist der Wraith noch. Vor dem muss ich aufpassen. Der ist gefeedet. Leider helfen, nicht helfen, wenn er unsichtbar ist.
So, das dann, dann baue ich die Chainsaw danach. Dann gibt's Kettensägen-Massaker. Kostet ja nur 200. Ein bisschen physische Kraft noch. Eigentlich muss rechts gepusht werden. Vielleicht pushe ich einfach rechts und mache dann Prime. Die würden jetzt, die machen jetzt ja vielleicht ein paar Kills. Die haben ja Sparrow dabei als Carry. Ich bin Einzelgänger. Hab gleich wieder Ult. Ah, guck, Sparrow macht's. Oh, Grimblast hat einen Kill. Alter. Egal, oder? Feliz Navidad. Dauert halt nur ein bisschen. Ich glaube, die kommen zu mir. Die kommen doch nicht zu mir. Ja, dann. So, gehen wir wieder zu meinem Freund Tönblast. Finde es ja schade, dass man diese Dekiman-Kristalle so spät erst ausbaut. Die sollten... Ich baue die eigentlich fast immer am Anfang direkt aus. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo der Tönblast hin ist, weil ich am Chat geguckt habe. Farm ich mal noch da den Jungle und dann machen wir gleich den Raptor. Also manche sagen, die wären übel stark, diese Kristalldinger. Und manche sagen, die wären total kacke. Keine Ahnung, was da jetzt so stimmt. Hauptsache, er benutzt jetzt den Smite für das Jungle-Minion. Wenn jetzt hier ein paar Sekunden das Vieh hier rauskommt. Noch die Wave hier. So. Jetzt ein Prime Spirit. Oder da erst helfen. Muriel ultet keine Ahnung wo rein. Der Einzige, der verstanden hat, dass man unsichtbar wird, war der... ...war der Wraith. Keine Ahnung, wo der hin ist. Haben wir Minions? Oh, der Feng macht den Raptor. Wird ihm aber nichts bringen, wenn wir jetzt finishen. Wo ist denn der Steel hin? Der Feng Mao macht den Raptor, Alter. Der kommt sich jetzt richtig schlau vor, weil er da, ich war jetzt den Raptor, während die unseren Chor machen. Hahaha, dann kriegen die den Raptor nicht. Oh. Digga. Also, das Gegnerteam war jetzt so ein Team, wo ich übel mich aufgeregt hätte. Aber naja, siehst du, mal hat man auch Glück.